Moin, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Ja, das müsste Folge 211 sein. Wir sind immer noch im Geleitsuch tätig, in dem wir letztes Mal aufgehört haben. Es sind noch einige bewaffnete Frachter tiefer zu legen, die offiziell noch zu den neutralen USA gehören. Problem ist, wenn wir jetzt auftauchen, werden wir so oder so beschossen, also können wir die Dinger auch flach legen. Genau das war so ein bisschen das Gebot der letzten Folge, beziehungsweise der letzten Stunde. So. Ja, wir können jetzt erstmal sehen, dass unsere Jungs alle sehr, sehr müde und im Arsch sind. Das heißt, die Mannschaft braucht eigentlich mal dringend eine Pause. Und ich hoffe, dass wir ihr diese Pause auch verschaffen können, sobald wir dann vielleicht dieses Gerät da vorne gleich ein wenig flachgelegt haben. Ich möchte einmal von Konrad Otto schauen, wie es jetzt an den Torpedos vorne aussieht. Ist man so schon, oh, der ist gleich kalt, der Torpedo. Heiz den mal nach, weil ich nicht weiß, wie schnell wir jetzt angreifen. So. Weil die komische Kiste da vorne, die dreht ja nun schon eine ganze Zeit lang mal hierhin, mal dahin. Jetzt gerade fährt sie wieder extrem langsam. Wirklich extrem langsam. Das ist kaum messbar. Das ist 5 km/h oder so. Keine Ahnung. Das ist gar nichts. Gleichzeitig auf uns zugerichtet und in was für eine Entfernung? Mal gucken. 1 Kilometer Entfernung. Gut. Ich glaube, wir können da direkt drauf zuwenden. Mal schauen, was dort hinten noch so ist. Das ist noch ein Oligarch, der da fährt. Okay. Da hinten ist noch was. Ansonsten wird uns hier irgendwo backbordseitig der Weg abgeschnitten. Nee. Dort liegt noch ein Warklasse-Tanker und noch eine Empire Charley oder Charrey. Okay. Und die Tanker sind ja nicht das Problem, beziehungsweise die anderen Frachter sind ja nicht das Problem, sondern es ist ja eigentlich eher das Problem, dass einige der Schiffe bewaffnet sind. So. Glaube, den Hecktorpedo, den kannst du mir dann direkt auch mal nachladen, wenn das jetzt noch so weitergeht. Genau, das Schiff wendet noch, wie man sehen kann. Und schauen dann mal, wie viel Munition habe ich eigentlich oben im Deckgeschütz. Okay, wir haben noch Deckgeschützmunition. Und zwar eine ganze Menge. Ja, es wäre ja schön, wenn einer von euch Nussschalen mal dieses andere bewaffnete Frachtschiff aufs Korn nehmen könnte. Das wäre dermaßen gut. Das wäre richtig tutti, wäre das. Er versucht anzugreifen irgendwo auf ein selbstgewähltes Ziel. Okay, soll er mal machen? Ist cool. Gefällt mir. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. So, und wir warten jetzt hier an diesem Punkt, um zu hoffen, dass dieser Frachter uns vor die Nase fährt. Oder auch nicht. So, weil ich glaube, er fährt uns jetzt gleich vor die Nase. Der müsste jetzt auch wenige 100 Meter von uns entfernt sein. Nämlich an Backbord Braus. 550 Meter. Er dreht auf doof. Ist gerade sehr langsam. Mal schauen, ob wir den kriegen. Wie schnell ist er jetzt? Sagen wir mal, dass er 15 km/h ist. Nee, warte, er beschleunigt. Er beschleunigt und er ändert auch seinen Kurs. Moment. Er beschleunigt und er ändert seinen Kurs.
gerade mal abwarten, bis er durchgelaufen ist. Er ist jetzt ein kleines bisschen sehr nah dran. Da fährt er hinter uns, okay. Okay, er müsste, also wenn der fährt jetzt direkt voraus. Er ist ja direkt voraus. Augenblick mal. Das wird jetzt eine Weile lang dauern, bis wir ihn eingemessen kriegen, weil der ist ja... Der steht ja direkt neben uns. Der fährt 20 Meter voraus oder so. Jetzt kann ich ihn überhaupt torpedieren. Ich sehe nichts mehr im... Ich sehe da gar nichts mehr. Er ist so dermaßen nah an uns dran, dass das gar nicht mehr geht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. So, jetzt dreht er auf jeden Fall wieder ein wenig weg von uns, aber ich glaube, jetzt kriege ich ihn mal ins Ziel. Boah, ist das krass. Weil das Spiegelbild im Stadimeter wird ja immer blasser, je mehr man das dreht. So, ja, das scheint mir einigermaßen vernünftig zu sein. So, die C3 ist, was war das? 7,3 Meter tief und fährt 14 km/h. Ja, das ist immer noch 14 km/h. Wir versuchen das mal. Mal schauen, ob das jetzt doof ist oder ob ich da... Aber der müsste ja jetzt eigentlich kaputt nicht gehen. Na also. Das erste Kabumm nach 8 Minuten in dieser Aufnahme, hervorragend. Aber die Kiste nimmt keinen Schaden. Mal mittschiffs. Und die Maschine stoppen und dann mal schauen, ob die Kiste jetzt voll läuft oder nicht. Kann das sein, dass diese C3-Frachter irgendwie ungewohnt widerstandsfähig sind? Jetzt hängt gerade das Spiel. Hallo? Ja, danke. Kann es sein, dass diese C3-Frachter ungewohnt widerstandsfähig sind, was Torpedierungen angeht? Weil irgendwie brauche ich für diese Dinger immer zwei Torpedos. Und dann reichen meine Torpedos natürlich nicht mehr aus, um alle Gefahren hier zu beseitigen. Dann muss ich jetzt gleich tatsächlich mal zwangsweise die Hilfe von einem der Kumpel-U-Boote annehmen. Er läuft langsam voll. Mal schauen, ob wir ihn jetzt kriegen oder nicht. Habt ihr Angriffsbefehle? Ihr habt alle Angriffsbefehle, ne? So. Mal schauen, ob die das jetzt langsam hinkriegen oder nicht. Fahren mal langsam voraus. Aber die KI ist immer noch zu dämlich. Soll ich mal rein, wie die hier immer welche irgendwelche dämlichen Kreise fahren? Das funktioniert doch nie im Leben. Das funktioniert nie im Leben. So, diese Francis O'Hara. Ne, warte, wir packen mal diesen Punkt 1 mal hier drauf, um das eventuell nachher noch mit der Bordkanone zu versenken. Also wir können auf die Hilfe der befreundeten KI-Schiffe leider nicht hoffen. Es ist leider aussichtslos, da irgendwelche Hilfe zu kriegen.
Wo ist jetzt dieses andere Gerät da vorne? Einrast, mal schauen, wo bist du denn jetzt hin? Wir fahren dem Mann ein bisschen hinterher, um ihn zu kriegen. Spiel, bitte nicht ruckeln, komm. Hab schon den ganzen Tag lang nur Stress und Ärger mit Internet und mit PC. Den ganzen Tag lang schon wieder. Es ist halt nicht zu fassen. Das ist so richtig typisch Deutschland, ey. Der Wahnsinn. So, du bist natürlich ein C3-Frachter. Wir nehmen mal gerade die Entfernung von dir auf. 1,5 Kilometer Kurs. Abfallend. km/h. Der kachelt auf jeden Fall ganz gut voraus. Schon ob diese komische Kiste uns da irgendwie auf die Nerven gehen sollte. Nö. Operiert unverändert. Gut, alles klar. Dann lass du ihn mal nicht aus den Augen, bitte. Heiz mir noch mal Rohr 5 nach. Ich weiß nämlich nicht, wenn wir hier angreifen. So, mal ein bisschen vorspulen, genau. Wir haben jetzt hier hinten die anderen Schiffchen. Ja. Der Rest von euch ist, glaube ich, nicht bewaffnet, ne? Er dort hinten liegt abgeschaltet. Das heißt, den müssen wir nachher mit dem Dings zersägen. Er dort hinten macht eine Fliege. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch, um dieses gesamte Feld hier abzuräumen, was für ein U-Boot echt krass wäre, haben wir eigentlich nur noch diese bewaffnete Nussschale da voraus. Die werden wir jetzt mal versuchen einzuholen. Nämlich mit E-Maschine AK gibt keine andere Möglichkeit, als dieses zu tun. So, 30 Grad voraus. Fahren dem Ding hinterher. Versuchen ihn zu überholen. Da hinten kacheln irgendwelche Flugzeuge rum, die uns nicht sehen, weil wir schon am Arsch der Welt sind. Oh! Klatsch! Na endlich! Wurde auch langsam Zeit. Dass mir das Feld aufgeht. Kawupp dich. Da wurde auch langsam Zeit, dass hier das Feld aufgeht. Ich dachte, ich wäre hier das einzige Boot, was am Geleitzug dran ist. Mann. Gut, dann die sogenannte George Leonard. What the fuck? MS Smorland. Okay. Fangen wir mal den Funkspruch ab. Hat das Ding jetzt angehalten oder wie? Ich verstehe gerade nicht, was der hier macht irgendwie. Hat nur 3 km/h fährt der Distanz. Aber wahrscheinlich hat er uns gesehen und bildet sich jetzt ein, dass er unserem Torpedo mit dieser Aktion ausweicht. Obwohl ich noch gar keinen Torpedo geschossen habe. 610 Meter. Okay,
Kann mal prüfen, wie schnell der ist. Ja, 7 km/h, gut. 3 km/h, 7 km/h, irgendwie sowas. Wird ja nicht besonders schnell sein, wenn er jetzt versucht, dem Torpedo auszuweichen. Aber er wird gleich auch versuchen, wieder zu beschleunigen. Deswegen mal schauen, was er jetzt gleich macht. 630 Meter. Und eigentlich direkt nebenan. Grad. Ich werde mal 9 km/h eintippen. Weil ich nehme an, dass er jetzt gleich beschleunigt. Wenn er nicht jetzt schon gleich beschleunigt. Wir müssen das jetzt leider ein bisschen beobachten, was er jetzt gleich tut. Weil wir haben nicht mehr so viele Torpedos und ich kann leider nicht auf meine Mitstreiter zählen, was die Torpedos angeht. Was sagen wir mal? 8 km/h, 650 Meter. Ob das hinhauen wird? Boah. Ich wäre am liebsten noch näher dran. Wir versuchen es mal. Keine Ahnung, ob das klappt. Vorletzter Torpedo. Okay. Vielleicht funktioniert es tatsächlich. Keine Ahnung. Ja, doch. Das könnte funktionieren, wenn es nicht ein Torpedoversager ist. Moment. Klatsch. Beschädigt, aber nicht ernsthaft beschädigt. Was sind das miese Scheißkisten? Das gibt's ja gar nicht. Die kriegst du ja gar nicht kaputt, diese Teile. George Leonard. Unheimlich. Unheimlich. Was macht er jetzt? Beschleunigt er jetzt, oder was? Ja, aber jetzt habe ich keine Torpedos mehr hinten drin. Pass mal auf. Mann, aus der Kommandozentrale raus und hol mal den allerletzten Torpedo von hinten ins Rohr 5. Weil wird werde ja den zweiten dafür nun auch brauchen. Ich glaube nicht, dass sie den Frachter schon aufgeben und verlassen dabei. Ich glaube nicht, dass die den Frachter schon aufgeben und verlassen haben. Und ich muss gerade mal meinen Offizieren eine Tasse Kaffee reinfahren. Weil die gerade echt richtig am Arsch sind. Aber ich kann jetzt den Angriff nicht abbrechen. Boah, wir haben nur noch 3 Tassen Kaffee. Korrektur 2. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, alles etwas sehr stressig gerade. So. Aber das ist auch eine verhältnismäßig komplizierte Situation. Einfach so. Boah, die Tasse Kaffee, die bringt fast gar nichts mehr. Weißt du was, wir blasen mal den Alarm ab. Und lassen die mal für kurze Zeit pennen hier. Und zwar die alle. Dann kann der 1BO, der geht mal an den Horchraum. Die anderen 3, die schlafen einfach. Der Kommandant, der hat ja gerade einen Kaffee gekriegt. Der hält noch eine Weile lang durch. Doch, sie geben den Frachter tatsächlich auf. Die Kiste läuft voll. Okay, man kriegt die Dinger zwar nicht versenkt mit einem Torpedo, aber man kriegt sie zumindest abgeschaltet. Dergestalt, dass sie die Kiste verlassen oder nicht. Das bedeutet, wenn jetzt die Kiste verlassen, dann müsst ihr
eigentlich alles Parley sein, oder? Was ist das da hinten? Oh Gott, hoffentlich ist das kein Zerstörer auf den. Auf so ein Ding habe ich jetzt gerade mal amtlich gar keinen Bock. Ein paar Parsons. Ich wäre dafür, dass wir versuchen, so schnell wie möglich die Tanker zu versenken und den Rest gucken wir dann. Ja, so schnell wie möglich die Tanker zu versenken und den Rest gucken wir dann irgendwie. Das sind die Rettungsboote, okay. Das ist eine Idee. Warsundra. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir wenden und versuchen dann die Tanker über Wasser mit der Knarre zu kriegen. Bis dahin haben wir hinten wahrscheinlich nachgeladen. Genau. Werden den Alarm so lange wie möglich hinauszögern, damit die Leute bloß ein bisschen sich ausruhen können. Solange können wir aber mal Folgendes machen. Solange können wir mal mit dem 1WO diese Nachricht lesen hier. Kriegstabu MS massive Rauchsäule bei 51-20-645 entdeckt. Okay, das heißt MS Smörland. Könnte dieses Smörland denn eventuell diese Rauchfahne da hinten sein? Die hier irgendwo war. Da, die da. Könnte das die Smörland sein? Die ich gerade für einen eventuellen Zerstörer gehalten habe. Möglicherweise könnte das dieses Smörland sein. Dann wäre es nur ein weiterer Frachter. Dann wäre das ein Stück egal. Okay, aber Hauptsache, die anderen Dinger sind jetzt mal weg. So, ich glaube aber, wir sind jetzt auch am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich glaube, wir können langsam auftauchen, um das Ganze dann mal an den Start zu bringen. Was haben wir jetzt? Die Uhr 15:49 Uhr. Am 5. Januar 1941. Theoretisch sollte das jetzt funktionieren. Theoretisch sollte das jetzt einigermaßen funktionieren. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Bleiben weiter auf E-Maschinen. Das ist eine sehr gute Idee. Die E-Maschine ist noch relativ voll. Das ist uns gerade sehr, sehr recht. Weil ich gerade. Nein, ich meine, wir haben ja nur zwei, drei Leute jetzt. Nur so irgendwie zwei Leute, die überhaupt das Boot fahren können. Der Rest ist ja wegen Müdigkeit schon ausgefallen. So, lass mal gerade mal schauen, wie hier die Lage ist. Schießt noch irgendjemand auf uns? Hallo? Och, Spiegel, komm bitte jetzt nicht ruckeln. Geh mir nicht auf den Sack. Die Kiste. Ey, die Kiste ist verlassen. Die Kiste dort ist verlassen. Alles klar. Was haben wir da vorne? Operiert unverändert, ist aber nicht bewaffnet. Dann gerade mal schauen, wird denn hier die nächsten da? Kato. Nee. Okay. Ich denke mal, das geht soweit klar. Dann 1WO. Begib dich mal mit ein paar Sniggis vorne da dran. Kapitän besetzt das Uzo, um weiterhin alles am Start zu halten. Und dieser Tanker da, der hat gerade einen Kurs auf uns genommen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns nicht anfängt zu rammen oder so. Das wäre ja ein Stück doof jetzt. So, besetzen die Jungs, die man das Geschütz. Die Jungs besetzen das Geschütz. Sehr schön. Hochexplosivmunition. Schauen, ob es was bringt. Ansonsten, ich meine, genug Munition haben wir ja theoretisch. Gib mir mal die Panzerbrechende.
Oder ich hoffe, dass das Ding jetzt... Zumindest laut Anzeige müsste das halt jetzt gleich... Höhlenbruch, sie sinken. Sehr schön. So, was haben wir da vorne? Das ist direkt schon der Oligarch, ne? Auf den können wir direkt mal ansetzen hier. Typ 7C, Typ 7C. Was ist sonst noch irgendetwas, was ich wissen sollte? Wurde das andere... Der andere Frachter tatsächlich von irgendwelchen Typ 7C-Booten abgeknallt jetzt? Das ist aber eigentlich meine Beute gewesen, ne? Jungs, ihr miesen kleinen Ratten. Aber gut, spart man sich den Fangschuss. Das ist vielleicht auch was ganz Gutes. So. Was haben wir denn? Moment. Kann das Ding mal in die Luft fliegen? Das Ding ist doch sonst voll mit Öl bis oben hin. Muss doch irgendwie... Ja, na also. Was? Der muss doch eigentlich in die Luft fliegen, wenn ich das Ding in Brand setze, oder nicht? Jo. Genauso sieht das aus. Okay, ich glaube, das dürfte dann der Oligarch gewesen sein. Ja, er brennt ab, alles klar. So, was haben wir da hinten? Irgendein komisches anderes Gerät. Lad mal um auf panzerbrechend. Oh. Knallt tatsächlich nochmal. 10 Interaktionen in der Nähe. Lecko funny. Nee, was ist das da? Komm. Emperor Kato. Und ein paar Löcher reinmachen. Funkübertragung abgebrochen, okay. Mist. Nochmal Funkübertragung abgebrochen. Was funken die da rum die ganze Zeit? Klatsch. Oh, habe ich da jetzt ein Rettungsboot erwischt? Das wollte ich eigentlich nicht. So, zack, zack, zack. Funkübertragung. Pass mal auf. Captain, geh da mal an den Funk. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was die da am Rumfunken sind. So. Dann einmal wenden. Augenblick. So, und bevor der 1-4-0 hier vorne weg... Ich nehme mal an, dass er jetzt gleich irgendwie das Zeitliche segnet. Deswegen werden wir jetzt mal direkt nachladen. Spiel bitte nicht ruckeln. Dankeschön.
aus. Heiß mal die 17 da rein. Wäre zum Beispiel mal eine Idee, genau. Ja, Knirsch. So. Das ist es dann. Er lädt. Funkdiagramme runter. Neue Funktelegramme, okay. Man kann die Versenkungsnachrichten von den anderen schon mal rausschicken. Was ist hier? Massive Rauchsalentext. Smirland, Smirland, Smirland. Okay. Das ist nur von der Smirland, die uns hier verpetzt. Die miese alte Sau. Miese alte Sau. So, dann einmal wenden. Sag mal, da vorne ist diese George Island. Ob wir fahren jetzt einmal diesem Ding hinterher, ne? So. Mal auf Dieselmaschine, weil gerade scheint das ja so weit zu gehen, dass wir da auf Dieselmaschine hinterher eiern. Kapitän. So, stopp. Genau, die erste Nachladesession ist nämlich jetzt fertig. Lass mir direkt die zweite machen. Oder warte mal, habe ich jetzt keine... Ach nee, er hat schon alles reingeladen. Okay. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Pass mal auf, da vorne sind diese Sniggies ja schon. Dann fahren wir dem mal hinterher. So. Hier ist der andere Frachter, genau. Und ihr könnt jetzt wieder hoch an eure Knarre gehen. Das ist uns dann egal. Schwupp, schwupp. So, das Feld ist auf. Habe ich gehört. Ah, das habe ich verzogen. Mist. So, Feuer an Deck. Das müsste ja fast schon reichen, oder? Mal schauen, ob die Kiste jetzt sinkt oder nicht. Falls sie jetzt sinken sollte, dann müsste das soweit gut sein. Okay. Einmal wenden. Das Ding da drüben ist jetzt noch arschweit weg, aber das ist egal. Ja, aber ich glaube, der haut in den Sack. Okay. Ist noch einer da. Ist noch einer. Und das wäre dann noch die Parsons gewesen. Ja, das war zwar alles sehr knapp jetzt. Mit der Zeit und mit den Kampfmitteln, um das überhaupt hinzukriegen. So, warte, ich spule das gerade mal ein bisschen vor. Schwupp, schwupp. Aber es ging gerade eben noch so. Warte mal, ich glaube, am sichersten für die Versenkung ist es tatsächlich, wenn man irgendwie schräg auf den Bug trifft. Irgendwie. Tatsache. Tatsache. Oh, das war eine Fahrkarte. Scheiße. Mit ein bisschen Glück war es das dann auch schon. Mal warten, ob er jetzt versäuft oder nicht.
Müsste man dann mal gucken. Oh, Mist. Es sind ja gar nicht genug Leute im Maschinenraum. Mal vernünftig Leute in den Maschinenraum einpacken. Genau so. Kann der Captain noch mal kurz ans U zu gehen? So, und dann mal schauen, ob das Ding jetzt absäuft. Aber ich glaube, es sieht gerade ganz gut aus, dass der jetzt auch weg vom Fenster ist. Boah, Mensch, aber alleine so einen ganzen Geleitzug geknackt. Ist auch ein bisschen unrealistisch eigentlich, ne? Aber, ja gut, die hatten ja jetzt am Ende keine Geleitschiffe mehr. Also, da tun wir das, was wir am besten können als U-Boot, ne? So, was haben wir da hinten? Da dampft irgendwas rum. Was dampft denn da hinten rum? Was dampft denn da hinten rum? Ist das dieser schwedische Pott vielleicht? So. Da ist dieses eine abgeschaltete George Leonard. Leonardo. Und der Rest ist weg. Das andere Schiff, was weiter hinten lag, ist, glaube ich, auch weg, ne? Irgendwie so. Okay. Pass mal auf, wir werden das mal so machen. Geben uns mal die Kante und sehen dann mal zu, dass wir in Richtung der George Leonard kommen. Wo ist jetzt dieses da hinten? Der dampft auch langsam gemütlich weg. So, sie dreht sich jetzt weiter. Da hinten ist irgendwas. Das heißt, wir haben auf Peilung 288 oder so. Das sind 60, 70, 72 Grad minus. Haben wir einen Kontakt noch. Das werden wir bei der nächsten Folge machen. Das mache ich nicht mehr jetzt. Was war da? 72 Grad minus. Irgendwie so. Und er ist relativ nah dran. Ich würde mal sagen, er ist auf 15 Kilometer, 72 Grad. Würde ich mal schätzen. Ich schätze, er fährt hier. Ziemlich genau. So. Aber das ist nur eine Schätzung. Das ist nur, dass wir ihn gleich nicht aus den Augen verlieren. Und ich nehme auch an, dass er so fährt irgendwie, dass wir ihn hier unten dann nachher treffen irgendwo. Den werde ich aber auf jeden Fall gleich mal kontrollieren, weil der hat uns ja ein paar Mal per Funk verpetzt hier. Dem diese alte Sau. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch. Ein paar Schussmunition haben wir ja noch in der 8.8er über. So. Schneller. Oh, warte mal. Nee. Kollege, fahr mal da unten hin. Du sollst bitte nicht irgendwie dich jetzt um dieses Schiff kümmern. Erstens, das gehört mir. Zweitens, es ist ein bewaffneter Frachter. Das heißt, er hat eventuell Muni. Er hat eventuell Munition dabei. So. Und das bedeutet, wir werden einmal kurz speichern. Einmal ganz kurz speichern. So. Was haben wir jetzt? 39 Minuten in dieser Aufnahme. Okay, aber das kriegen wir noch hin. Ich möchte nämlich Interaktion in der... Nein. George Leonard Frachter. Genau, Interaktion. Dann kannst du mal... Der Konrad Otto. Das ist hier unser Ober-Otto. Und Theo Wernicke. Die einzigen beiden, die das jetzt überhaupt drehen können. So. Der Rest ist pennen, aber auf freiwilliger Basis pennen. Warte mal schauen. Betreten Sie das Deckhaus, gehen Sie in den Maschinenraum. Theoretisch sprengen Sie den Maschinenraum, aber wir wollen ja in den Frachtraum. Und dann mal bitte durchsuchen, was der so im Frachtraum hat, weil ich schätze nämlich, dass er eventuell Munition an Bord hat. Und die könnte man ja so ein bisschen... Ne, die könnte man ja so ein bisschen schnappen, könnte man die.
Wenn die Kisten sowieso schon so stark bewaffnet sind. Jetzt wollen wir mal einen aufgebracht haben. Weil wir gerade eine ganze Menge Munition verbraucht. So, sehen sich die Transportgüter an. Es ist Kautschuk, Kautschuk und Munition. Was habe ich gesagt? Luke. Das ist ja... Also... Ja, wie finde ich das denn? Das ist ja... Erstaunlich. Erstaunlich. Ja, dann packt das mal ein. Ich will hoffen, jetzt will das nicht hoffen, dass während ich vorspule. Kennzeichnete Innenräume. Ja, ja, ja. Ihr seid alles. Ist alles furchtbar, alles im Arsch. Ja, ja, ja. Ist aber nicht so schlimm. So, Transportgüter. Guck mal hier. Da noch mehr. Hier ist Munition. All you can money. Komm, der doofe Kautschuk braucht keine Sau. Wir haben genug Geld. Geld haben wir genug. Genau. 2 Tage. 2 Tage. Nicht zu fassen. Okay. Ich glaube, das wär's dann. Dann gehen in den Maschinenraum und sprengen den Maschinenraum. So, seid ihr jetzt da? Ihr seid auch da. Sehr schön. Gut. Und weil jetzt die gesamte Mannschaft komplett im Arsch ist, wenn wir das so machen, dass wir tauchen und uns getaucht gen Süden und oder sonst wohin nähern. So, ich glaube erstmal in Richtung Punkt 1 oder Punkt 7. Warte mal, so. Gen Punkt 1 oder Punkt 7. Das ist jetzt auch weg vom Fenster da vorne. Ja, nur mal schauen, ob wir hier irgendwie... Nein, sie haben ihn nicht versenkt. Schau an. Oh Leute, es ist nicht zu fassen, ne? Ja, dann setzen wir da einen Kurs drauf. Das ist aber echt eine richtige Hauruck-Aktion gewesen dieses Mal. Wie absolut krass. Ja, die Leute, die kippen uns gleich alle aus den Latschen. Die einzigen, die jetzt noch irgendwie lebensfähig sind, sind Opa Hans und der Captain. Die letzten beiden harten Seehunde. So ungefähr. Uah! Oh, das wäre fast schief gegangen. Aber glücklicherweise habe ich nicht direkt auf das Ding angelegt. So, die Kiste ist verlassen. Oder ist die Kiste verlassen? Frage, kann ich da übersetzen oder nicht? Warum will ich übersetzen, obwohl ich nichts mehr aufnehmen kann? Ganz einfach, wir können die Kiste ja sprengen. Aber Frage ist, kann ich überhaupt... Nee, ich kann gar nicht übersetzen, weil... Ja, das hatte ich noch nie. Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Dass die Leute komplett nicht mehr zu gebrauchen sind. Braucht eine Pause, braucht eine Pause. Ja, pass mal auf, dann machen wir das ganz einfach so. Captain geht mit 2 Sneakies vorne jetzt an die Knarre. Machen wir da 2 handliche Löcher rein und die Kiste ist dann Geschichte. So, 2 handliche Löcher, also da und sagen wir mal da. So, und jetzt hauen wir hier in den Sack. Können noch ein drittes machen. Da zum Beispiel, so. Und jetzt hauen wir hier in den Sack, bevor das Teil untergeht, so. Sind jetzt doch sehr nah an dem Teil dran irgendwie. Ist gerade ein bisschen ungemütlich. Ja, aber läuft langsam voll als klar. Die 3 Löcher haben gereicht. Die 3 Löcher haben gereicht. Hervorragend, gut. War's das? Krieg ich jetzt die Versenkung? Francis O'Gara versenkt. Alles klar, ich kriege die Versenkungsnachricht. Dankeschön, dann war's das damit. So, und dann setzen wir uns mal
nach Süden ab, weil ich habe ja gehört, dass dann auch irgendwo irgendwie sowas, was nordisch oder schwedisch klingt. Da ist ja noch da unten irgendwas in der Nähe, was da so am Rumgurken sein soll. Das werden wir bei der nächsten Folge machen. Erstmal brauchen die Jungs jetzt eine dringend verdiente Pause, um sich mal 1, 2, 3 Stunden zu erholen, weil uns die Leute hier aus unseren Schuhen sonst kippen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Und Anregungen wie immer gerne in die Kommentare. War eine krasse Aktion gerade. Bis demnächst. Tschüss.